Seite rüber. Distance. You're not the brake too much. You brake too strong. Indicator right. Nobody knows what you're doing. What do you want to do? Ja? Keiner weiß, was er hier machen möchte. Deswegen immer den Blinker setzen. Ja? Habt ihr das gesehen? War krass, ne? Das durfte er nicht. Ne? Über die weißen Linien, ne? Fahren durfte er nicht. Aber gut, die andere Möglichkeit wäre jetzt gewesen zu bremsen. Ne? Ja, das wäre. Aber wer bremst schon gerne auf der Autobahn? Wie tech die Exit? Ja, sowas kann man erleben. Ne? Jetzt siehst du mal hier eine Fahrstunde live. Und jetzt der Witz an der Sache ist, das ist ein Umschreiber. Das heißt also, das ist Paragraph 31. Der hat schon 20 Jahre, der fährt schon 20 Jahre einen Führerschein. 20 Jahre, do you drive 20 years? 10 years? 20 years? 20 years. 20 years. Yeah. Also, 20 years in different country. I have experience. Und rechts. Also, er hat Erfahrungen. Seit 20 Jahren fährt er Auto in einem anderen Land. In Dubai, in Mexiko, in was weiß ich was. Ne? Und jetzt haben wir hier natürlich ein Riesenproblem. Jetzt müssen wir ihm beibringen, die Regeln in Deutschland einzuhalten, die es eben halt in anderen Ländern nicht gibt. Ne? Nee, der kann das eben nicht gut. Nicht so wie in der Prüfung eigentlich. Ne? So, rechts, vor allen Dingen das Pumpen mit dem Gas. Das könnt ihr hier gar nicht rechts exit. Das Pumpen mit dem Gas, das ist schrecklich. Also man muss hier schon echt sattelfest sein. Ja, nochmal hier der Tower. Man muss hier echt sattelfest sein. Sonst kotzt man hier das Auto voll, ganz ehrlich. So, rechts. Das Pumpen mit dem Gas, das ist schrecklich. Und rechts. Und Pumpen mit der Bremse ebenfalls. Ne? Also dieses gleichmäßige Fahren. Stop. Ja. Why? Of course coming. Ja? Ja, also das ist recht, ja. Und das sind 25 Jahre Erfahrung. Wir riechen ja schon den Scheißdreck im Dunkeln, ne? So sieht das aus. Habt ihr gesehen? Dann mal ein paar Likes. Danke! Ja, seht ihr? Fahrlehrer haben Augen überall. Ja, siehst du? Oh mein Gott. Das passiert, ne? Was hat er gemacht? Er hat praktisch nach links geschaut. Nein. Okay. Straight. Ja, danke für die Likes. Gerne noch mehr. Ja, habt ihr gesehen, ne? Es war schon echt haarig. Und die erste raus. Ja. Das muss dir aber keine Angst machen. Du bist ja mit dem Fahrlehrer unterwegs. Die kennen das. Die sind jeden Tag unterwegs und erleben sowas. Jeden Tag. Und wer hier in Düsseldorf den Führerschein macht, gebe ich euch Brief und Siegel, der kann Auto fahren, ne? So, right. Now you have here a giveaway sign. Drive fluently, not escape. So, Blaulicht. Okay. Side look was missing. Ja, also hier hat der Schulterblick deutlich gefehlt. Den mache ich natürlich dann auch hier für die Herrschaften Felbert. We stay here in this line. Felbert. Ja, und wenn man alleine ist, ne, ganz genau, deswegen müssen wir vorbereiten, sodass ihr auch alleine fahren könnt, ne? Das ist ganz wichtig. Also alleine fahren, das ist das Ziel. Nur er wäre jetzt schon mehrfach gestorben, ne, heute. Ja, kein Schulterblick gemacht, ne? Vor allen Dingen jetzt gerade eben die Situation, die du jetzt auch gerade mitgekriegt hast, ne, Luisa Girl 8, ne. Luisa Girl 8 hat es eben mitgekriegt, ne, beim Rechtsabbiegen sozusagen, hat er den Fahrzeug, was von links kommt, nicht gesehen. Und das hätte dann mächtig gekracht. Ne? So, jetzt müssen wir natürlich auch hier ein bisschen aufpassen, weil hier haben wir mehrere Fahrzeuge, die kommen von hinten an. Also, das guckt auch schon in die Spiegel, macht dann einen Schulterblick und gibt jetzt Gas. Ne? Accelerator down. Super. Also das Ganze gehört vorbereitet. Das muss man auch üben. Üben, was das Zeug hält. Ohne Übung läuft hier gar nichts. Distance. Ne? Pay attention for the distance. Und wir wollen jetzt Richtung Felbert fahren. 130 is enough. Ne? That's the speed limit. Schon wieder fängt er das Pumpen an.
von dem